dieses Fernsehspiel, zu dem Hans Brescher das Buch schrieb und das mit dem DRG-Fernsehpreis in Gold ausgezeichnet wurde. Es zeigt Tucholsky als politischen Schriftsteller, engagierten Kritiker und hellsichtigen Warner. Im Mittelpunkt des Films steht die freie Rekonstruktion von Teilen eines Gerichtsverfahrens im Jahre 1922 in Berlin-Moabit, an dem Tucholsky als Journalist teilgenommen hat. Verhandelt wurde der Mordanschlag auf den Publizisten Maximilian Harden. Alle Texte der folgenden Sendung sind Zitate aus Schriften Tucholskys, aus Gerichtsprotokollen sowie sonstigen Quellen aus der Zeit der Weimarer Republik. In der Rolle von Kurt Tucholsky sehen Sie Klaus Schwarzkopf, den Publizisten Maximilian Harden spielt Peter Matitsch. Damit wir in der Welt geachtet werden, müssen wir zunächst zu Hause gründlich reinmachen. Beschmutzen wir unser eigenes Nest? Aber einen Augiasstall kann man nicht beschmutzen. Und es ist widersinnig, sich auf das zerfallene Dach einer alten Scheune zu stellen und da oben die Nationalhymne ertönen zu lassen. Wir können noch nicht Ja sagen. Wir wissen nur das eine: Es soll mit eisernem Besen jetzt, gerade jetzt und heute ausgekehrt werden, was in Deutschland faul und vom Übel war und ist. Wir kommen nicht damit weiter, dass wir den Kopf in ein schwarz-weiß-rotes Tuch stecken und ängstlich flüstern: Später, mein Bester, später. Nur jetzt kein Aufsehen. Jetzt.
Das muss man gesehen haben. Da muss man hineingetreten sein. Diese Schmach muss man 3 Tage an sich haben vorüberziehen lassen. Dieses Land, diese Mörder, diese Justiz. Der deutsche politische Mord der letzten 4 Jahre ist schematisch und straff organisiert. Die Broschüre »Wie werde ich in 8 Tagen ein perfekter nationaler Mörder?« sollte nicht auf sich warten lassen. Alles steht von vornherein fest. Anstiftung durch unbekannte Geldgeber, die Tat, stets von hinten, schludrige Untersuchung, faule Ausreden, ein paar Phrasen, jämmerliches Kneifertum, milde Strafen, Strafaufschub, Vergünstigungen. Weitermachen. Berlin, den 4. Juli 1922. Sehr verehrter Herr Harden, ich höre soeben von dem feigen Überfall auf Sie und möchte Ihnen, ohne nähere Kenntnis Ihres Zustandes, über den ich bisher nichts in Erfahrung bringen konnte, meine besten Wünsche für eine baldige Wiedergenesung sagen. Die Tatsache, dass man in Deutschland die Lebensarbeit eines 60-Jährigen Ihres Formats mit Schlägen auf den Kopf quittiert, überrascht nicht. Sie haben zu oft die bittere Wahrheit gesagt. Und Sie haben sie wirkungsvoll gesagt. Belegt mit überreichem Material und unermüdlich. Totschweigen allein hilft da nicht. Seien Sie überzeugt, dass gerade wir Jüngern ganz besonders durch Ihre Arbeit der letzten Jahre unermesslich gestützt und gefördert worden sind. Uns, denen ganze Auslandsquellen verstopft sind und denen Interna verborgen sind, die Sie sehen und kennen. Ich benutze die schlechte Gelegenheit, um Ihnen unseren und ganz besonders meinen allerherzlichsten Dank zu sagen. Indem ich Ihnen alles Gute für die Krankentage wünsche, bin ich mit den besten Empfehlungen Ihr sehr ergebener Tucholsky. Maximilian Harden, bedeutendster und einflussreichster politischer Publizist des Deutschen Kaiserreiches. Seit 1892 Herausgeber der Zeitschrift Die Zukunft. Am 3. Juli 1922 wird er in Berlin auf offener Straße überfallen. Er erhält mit einem eisernen Gegenstand 8 Schläge auf den Kopf. Der 60-jährige Maximilian Harden schwebt 14 Tage in Lebensgefahr. In dem Prozess tritt er als Nebenkläger auf. Walter Ankermann, der den Überfall ausgeführt hat, ist flüchtig. Herbert Weichart, der Schmiere gestanden hat, steht vor Gericht. Weichart, 22 Jahre alt, hat bis Unterprima ein Gymnasium besucht. Im April 1918 Kriegsfreiwilliger, wegen einer Fleischvergiftung nicht mehr zum Einsatz gekommen. Nach dem Kriege landwirtschaftlicher Gehilfe. Bevor ich auf die Fragen des Herrn Vorsitzenden eingehe, habe ich eine Erklärung abzugeben. Ich habe an diesem Unternehmen aus politischer Überzeugung und aus Gewissensüberzeugung teilgenommen. Und ich bereue das nicht, denn ich halte... Herr Vorsitzender! Herr Nebenkläger, Sie haben jetzt nicht das Wort. Ich habe keinen Grund, diese Äußerung zu beanstanden. Aber bitte bleiben Sie doch ruhig. Das ist Albert Grenz, 25 Jahre alt. Er hat Ankermann und Weichert zu dem Anschlag auf Harden angestiftet. Er ist im Krieg als Soldat 4-mal verwundet worden und erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Nach dem Krieg gründet er in Oldenburg eine Buchhandlung, die deutsch-völkische und nationalistische Schriften vertreibt. Ich halte Harden-Witkowski für einen der größten Schädlinge am deutschen Volk. Ich halte ihn für einen der Hauptschuldigen am Weltkrieg, an der deutschen Niederlage und am Versailler Schmach- und Schandfrieden. Mindestens 50% des deutschen Volkes sind der gleichen Meinung. Auf der anderen Seite, für ihn, stehen höchstens 2%. Das ist richtig.
So verlumpt, so amoralisch, so verkommen ist ein Teil dieser Nation. Eine Welt stinkt auf. Ich kannte Maximilian Hardens Zeitschrift, aber ich habe ihn selbst erst nach dem Mordanschlag kennengelernt. Abneigung hin, Kritik her. Ich muss zugeben, ich empfinde jedes Mal so etwas wie Ehrfurcht, wenn ich mit ihm spreche. Das ist jemand. Er ragt in unsere Zeit hinein wie ein Turm, wie ein historisches Bauwerk. Harden ist, und ich sage das sehr bewusst, er ist einer der wenigen deutschen Journalisten, die eine Macht bedeuteten. Und er hat unter allen deutschen Journalisten das größte Echo im Ausland gehabt. Freilich, als sein Widerspieler, der Kaiser, verschwand, war Hardens Gleichgewicht von Stund an gestört, als fehle ihm etwas Entscheidendes. Wann und wie erhielten Sie den Auftrag zu dieser Tat? Also, Anfang März dieses Jahres erhielt ich einen Brief aus München, der mich zunächst, das muss ich zugeben, in einen Seelenkonflikt oder Gewissenskonflikt versetzte. Die Herren Geschworenen kennen den Brief nicht. Sie müssen ihn daher mitteilen. Herr Vorsitzender, ich muss Sie bitten, meinem Gedächtnis etwas nachzuhelfen. Den ersten Brief. Zur Auffrischung des Gedächtnisses will ich zunächst mal den Brief verlesen. Er lautet: Sie sind uns als ein tatkräftiger völkischer Kämpfer bekannt und wir kommen nun mit dem Ersuchen an Sie heran, ob Sie bereit sind, etwas Besonderes für die völkische Sache zu tun. Wir setzen dies voraus und fragen an, ob Sie für politische Arbeit zwei junge, tatfrohe Männer wissen, die bereit sind, für ihr Vaterland alles zu tun. Ihre Sicherstellung würde erfolgen. Antwort umgehend unter AWG 500, Hauptpostamt München. So also lautete der Brief. Er trug keinen Absender und keine Unterschrift. Ja. Was taten Sie darauf? Kurz vorher hatte ich Weichart kennengelernt. Er war so gut wie unbeschäftigt und bat mich, ob ich ihm nicht im vaterländischen Sinne etwas Beschäftigung nachweisen könnte. Bald darauf kam Oberleutnant Ankermann zu mir. Ankermann war stellungslos. Ich habe mit Herrn Ankermann dasselbe besprochen wie mit Weichart. Und beide sagten, unbedingt antworten, wir machen auf alle Fälle mit. Ohne dass sie Näheres wussten. Daraufhin schrieb ich unter der Chiffre nach München, dass ich zwei brave deutsche Männer gefunden hätte. Kurz darauf erhielt ich aus München den zweiten Brief. Der zweite Brief soll zwei Schriftstücke und Geld enthalten haben. Um wie viel Geld handelt es sich? Ich weiß es nicht mehr genau, ob 23 oder 25.000 Mark. Ich kann ja vielleicht zunächst mal den Inhalt des Briefes zur Sprache bringen. Er soll folgenden Wortlaut gehabt haben. Haben Sie Dank für die bereitwillige zur Verfügungstellung. Es handelt sich um Erledigung der in beiliegenden Zettel genannten Persönlichkeit. Zur Ausführung liegt eine Summe bei, die Sie verteilen wollen.
Nach Ausführung der Tat wird Ihren beiden Leuten eine weitere Summe gezahlt werden, welche die anliegende erheblich übersteigt. Ja. Und auf dem beiliegenden Zettel steht Folgendes, was ich jetzt auch verlese. Isidor Witkowski, alias Maximilian Harden, trägt sich mit der Absicht, nach Amerika zu fahren, um dort angeblich Vorträge über das Deutschtum zu halten. Dass dies ein Deckmantel für deutschfeindliche Intrige ist, ist uns selbstverständlich. An dieser Reise muss er verhindert werden. Zu diesem Entschluss haben sich einige deutschblütige Herren zusammengefunden, die gewillt sind, Opfer zu bringen, um weiteren Verrat dieses großen Schädlings zu verhüten. Mit Geld und Gut treten wir für diesen großen Gedanken ein. So oder ähnlich wurden in den letzten 4 Jahren viele Mordanschläge in Deutschland eingefädelt. Es wurden systematisch alle irgend erreichbaren Führer der Opposition hingemordet. Und was verstanden diese Soldatengehirne nicht alles unter Opposition? Ihr Hass richtete sich gleichmäßig gegen Demokraten, Bolschewisten, Pazifisten, moderne Maler und Nationalökonomen. Unverdächtig war, wer Schmisse auf den Gesichtsbacken trug und wer das vorschriftsmäßig deutsche Bullenbeißergesicht trug. Eine Mischung von Kellner und Assessor. Karl Liebknecht. Rosa Luxemburg. Kurt Eisner. Gustav Landauer. Und viele andere. Sie wurden zerstampft, zu Tode geprügelt, von hinten erschossen, erschlagen, ins Wasser geworfen und mit Fangschüssen erledigt. Im August 1921 erschossen gedungene Mörder den Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger, der die Waffenstillstandsverhandlungen mit Frankreich geführt hatte. Der General, der am Tag der Ermordung Erzbergers telefonisch in Berlin erklärt hat, Gott sei Dank, dass das Schwein tot ist, da hole ich mir eine ordentliche Pulle Wein aus dem Keller, hat nur zum Ausdruck gebracht, was die überwiegende Mehrheit dieser gewalttätigen, im Lande herumlungernden, stets auf Hochverrat sinnenden Landsknechtsnaturen darüber denkt. In unzähligen Zeitungsartikeln, in Reden und Kundgebungen einer gewissen Schicht Offiziere ist der politische Mord als erstes und letztes Mittel verherrlicht worden. Ein Beweis für die sittliche Verrohung dieser Kreise und für ihre geistige Ohnmacht. Am 4. Juni 1922 war der SPD-Politiker Philipp Scheidemann, der die Deutsche Republik ausgerufen hatte, Opfer eines Mordversuches mit Blausäuregas. Am 24. Juni 1922 stirbt Reichsaußenminister Walter Rathenau unter Mörderkugel. Walter Rathenau ist für die Republik ermordet worden, die ihn niemals geschützt hat. Die unmittelbaren Täter sind unerkannt entkommen. Die mittelbaren sind zu fassen. 9 Tage später, am 3. Juli, folgte der Mordanschlag auf Maximilian Harden. Ich rufe auf den Angeklagten Weichert. Herr Weichert, stehen Sie auf. Also, Herr Weichert, wie war das in Berlin? Nun, als wir in Berlin waren, da dachten wir zunächst nicht viel an die Tat. Ankermann und ich sahen in einem Telefonbuch die Adresse, die Wohnung Hardens nach. Und dann bummelten wir in Berlin herum. Hatten Sie irgendwelche Kontakte? Nein. Außer zu weiblichen Personen nicht. Dazu wollen wir jetzt eine Zeugin hören. Sie können sich setzen.
Die beiden Mörder verjucheien den Vorschuss auf die Seligkeit ihres Opfers. Ich rufe die Zeugin Charlotte Heinrich. Die Zeugin Charlotte Heinrich, bitte eintreten. Außer mit weiblichen Personen, so wird eingestanden, verkehrten sie in Berlin mit niemand. Die Kosten für den stattgehabten Verkehr bestreitet Grenz. Woher der das Geld hat, ist nicht klar. Ist auch schließlich gleichgültig. Ob es wirklich aus dem Münchner Verbrecherkeller kommt oder ob er die Scheine aus völkischen Kassen zusammengekratzt hat, um sich bei seinen Mannen einen Namen zu machen, das steht nicht fest. Weichert und Herrn Grenz vernommen werden. Ihre Aussage kann unter Eid genommen werden. Die Bedeutung der Heiligkeit des Eides ist Ihnen bekannt. Wer im Eide Falsches sagt, setzt sich schwerer Strafe aus. Sie heißen Charlotte Heinrich, sind unverheiratet und arbeiten in einer Bar. Wo arbeiten Sie? In der Atlantikbar. Und da haben auch die Herren Weichert und Ankermann verkehrt? Ja. Sie kannten Ankermann schon von früher her? Von der Schulzeit her. Haben Sie ihn gleich wiedererkannt? Wir haben uns beide gleichzeitig wiedererkannt. Und in seiner Gegenwart war da immer Herr Weichert dabei? Immer. Haben die Herren große Zechen gemacht? Verschieden. Na, wie groß waren die Zechen denn so? Weiß ich nicht mehr. Sie haben gesagt, Sie wissen nicht mehr, wie hoch die Zechen waren. So ist es. Hat der Ankermann Sie angebeugt? Ja. Wie viel hat er denn von Ihnen haben wollen? Verschieden. Na, wie viel im Ganzen? 15.000. Und haben Sie das Geld wiederbekommen? Nein. Als was arbeiten Sie in dieser Bar? Als Kassiererin. Ich glaube, wir können auf diese Zeugin verzichten. Der Herr Oberleutnant Ankermann also borgt Berliner Huren an, ohne ihnen die Mark, die jene dem deutschen Volk aus den Knochen gesogen haben, wiederzugeben. Der seltene Fall eines doppelten Ludentums. Denn seine Auftraggeber neppt er ähnlich. Er nimmt ihr Geld, liefert aber nichts. Der kleine Weichert immer mit. Sie bummeln durch Berlin. Sie wohnen in einem Zimmer. Sie leben zum Schluss aus einem Koffer. Aber Weichert wusste nichts von einem Mordplan. Ich habe immer Wert darauf gelegt, nicht zu wissen, worum es sich handelt, sagte der kleine Weichert. Was mag das wohl sein, sagte die Jungfrau. Da bekam sie ein Kind. Und mittlerweile geht das Geld zur Neige. Herr Grenz, wussten Sie, dass die beiden knapp an Mitteln waren? Ankermann und Weichert schrieben mir Brandbriefe nach Oldenburg und schilderten ihre Not. Sie müssten trocken Brot essen und hätten Schulden gemacht. Daraufhin fuhr ich nach Berlin. Und dort erklärten mir die beiden, ich müsse zu den Herren nach München fahren, um Geld zu besorgen. Ich machte also eine kleine Erholungsreise nach München. Und hatten Sie Erfolg? Nein. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte. Aber ich wollte ja sowieso die Alpen sehen und war dann auch am Starnberger See. Dann bin ich unverrichteter Dinge zurückgekehrt. Herr Grenz, Sie können sich setzen. Die Nazis terrorisieren viele kleine und manche Mittelstädte. Und zwar tun sie das mit der Miene von Leuten, die ungeheuer viel riskieren. Sie machen immer ein Gesicht, als seien sie und ihre Umzüge wer weiß wie illegal. Sie sind aber durchaus legal. Geduldet, offiziös. Und hier beginnt die Schuld der Republik. Eine Blutschuld.
Polizei und Richter dulden diese Burschen. Und die dulden sie in der durchaus richtigen Anschauung. Mitunter ist es ja etwas reichlich, was hier getrieben wird. Keinen Totschlag, nicht immer gleich schießen. Aber trotz allem, diese da sind Blut von unserem Blut. Wir möchten ja auch gerne. Wir möchten ja ganz gerne und tun unser Möglichstes. Zurücktreten, nicht stehen bleiben. Naja, aber es sind unsere Leute. Es sind ihre Leute. Es sind so sehr ihre Leute, dass die verschiedenartige Behandlung, die Kommunisten und Nationalsozialisten durch Polizei und Rechtsprechung erfahren, geradezu grotesk ist. Wir kommen jetzt zum Tag der Tat, den 3. Juli dieses Jahres. Herr Weichert, schildern Sie das mal. An dem Abend gingen wir hinter Herrn Harden her bis zur Nestorstraße, wo er, wie wir wussten, immer montags einen Besuch machte. Dort warteten wir eine Weile. Um wie viel Uhr war das? Circa 20 vor 8 kam dann Herr Harden wieder aus dem Haus und machte sich auf den Rückweg. Bei der, ich weiß nicht genau, ich glaube Delbrückstraße heißt sie. Da bog ich ab, ging zur Ecke, wie mir Ankermann befohlen hatte, und dort wartete ich. Und was war weiter? Dann hörte ich die Hilferufen Hardens hinter mir. Sie hörten Hilferufe? Aber ob Sie gerade von Herrn Harden kamen, Sie vermuten das. Ja, ja, ich vermutete das in dem Augenblick. Ja, ich ging dann weiter, ohne mich umzugucken. Ich war völlig verwirrt. Ja, und dann bin ich durch meine Auffälligkeit einem Polizisten aufgefallen, der mich verhaftet hat. Dabei sind Ihnen ein Totschläger und ein Messer abgenommen worden. Jawohl. Weswegen hatten Sie denn diese Sachen überhaupt mitgenommen? Also das Messer hatte ich schon in der Landwirtschaft. Und den Totschläger hatte ich auch schon die ganze Zeit. So. Und Sie haben sich überhaupt nichts dabei gedacht? Nein, ich habe mir nichts dabei gedacht. Herr Weichert, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr Fall hier als Mordversuch betrachtet werden kann? Es wäre vielleicht ganz zweckmäßig, Herr Weichert, wenn Sie uns noch mal die Gründe angeben würden, warum Sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben. Weichert wollte sich mit der Mordtat bei seiner Familie rehabilitieren. Er wollte seinem lieben Vater eine Freude machen. Hier, Papi, bringe ich dir zu Weihnachten den toten Maximilian Harden. Na, wie bin ich? Brav, mein Sohn, brav. Familienleben im Haus Weichert. Verteidigt werden die Angeklagten von zwei Rechtsanwälten und dem Vorsitzenden. Der Mann ist Jude. In seinem Unterbewusstsein schlummert der Wunsch nach Objektivität, diese grauenhafte Angst vor der Parteilichkeit. Dieser Herr Rippner ist weder in repräsentativer noch in menschlicher Hinsicht den Anforderungen dieser klaren und einfachen Verhandlung gewachsen. Er versagt nicht nur, er verdirbt alles. Es scheint mir nun einmal an der Zeit, hier öffentlich auszusprechen, was ich seit langem auf dem Herzen habe. Ich weiß, dass das taktisch nicht richtig ist. Ich weiß, dass man Mitkämpfern den Mut nicht nehmen soll. Ich weiß auch, dass ich trotzdem nicht aufhören werde zu kämpfen. Aber ich muss es einmal sagen, dieser Kampf scheint aussichtslos. Thank you.
das deutsche Volk in einer beispiellosen Katastrophe zusammengebrochen, die es zur guten Hälfte selbst verschuldet hat, befindet sich heute in schwerem wirtschaftlichen Niedergang. Die Fähigkeit weiter Volkskreise zu irgendwelchen Emotionen ist völlig erschöpft. Die Leute können nicht mehr. Das Gefühl für Anstand, für Recht und Gerechtigkeit, es ist völlig geschwunden. Ist heute ein müder Tag. Ich will mich ja gern beschimpfen und anklagen lassen. Ich will ja gern alles auf mich nehmen. Wenn ich nur nicht sehen müsste, wie grauenhaft allein wir stehen. Ist denn moralische Sauberkeit wirklich nicht mehr das absolut erste Erfordernis des öffentlichen Lebens? Wohin geraten wir? Wo treiben wir hin? Wohin soll es führen, wenn nun auch die Rechtsprechung anfängt zu wanken? Die Atmosphäre im Saal ist wie bei einem freundlichen 5-Uhr-Tee. Keine Vorhaltungen, keine Bedrängungen, kein böses Wort. Nichts. In keinem anderen deutschen Gerichtssaal ward solche Behandlung Angeklagter je erlebt. Hinter der Schranke stehen zwei Mann. Der Ausdruck Menschen wäre übertrieben. Ein sexuell verbogener Wandervogel mit Schillerkragen, hehren Überzeugungen und ungewaschenen Füßen. Und ein Hütejunge für eine Kuhherde mittleren Grades. Der Hütejunge sagte, er hätte die Zukunft gelesen und wäre mit ihren Ausführungen nicht immer zufrieden gewesen. Der Wandervogel will sein kaschubisch, slawisch, friesisch, wendisch, germanisches Blut rein erhalten und möchte nicht in die Grenadierstraße einheiraten. Infolgedessen musste Harden ermordet werden. Herr Grenz, die richterlichen Protokolle sind mehrere Wochen nach der Tat aufgenommen. Darin steht ausdrücklich die Formulierung, dass es sich um die Tötung von Harden handelte. Obwohl der Angeklagte Grenz Zeit gehabt hatte, sich die Sache zu überlegen. Was sagen Sie dazu? Dem Sinne nach erkenne ich die Protokolle auch heute an. Ich mag das so gesagt haben, um mich selbst hervorzutun. So. Sie wollten sich hervortun. Aber Ihre Absicht war nur, Herrn Harden einen Denkzettel zu geben und zu verhindern, dass er nach Amerika fährt und dort der deutschen Sache schädlich wird. Ja, ich möchte es in folgende Worte zusammenfassen. Harden Witkowski sollte daran gehindert werden, nach Amerika zu fahren und unter Umständen gewaltsam beseitigt werden. Ist dem Angeklagten vielleicht bekannt, dass die Amerikareise des Herrn Harden ein Jahr vorher stattfinden sollte? Und dass schon ein Jahr vorher durch alle Zeitungen die Nachricht ging, dass Herr Harden seine Reise nach Amerika aus Gesundheitsrücksichten aufgegeben hat. Ein Jahr vorher. Nein, das war mir nicht bekannt. Welche Bedeutung haben Ihre Kreise überhaupt dem Herrn Harden beigemessen? Er war in unseren Kreisen ein großer Schmierfink. Aus dieser Äußerung möchte ich entnehmen, dass er von Ihren Kreisen gewissermaßen wenig beachtlich angesehen wird. Ein großer Schmierfink. Also das ist kein Ausdruck für eine gefährliche Persönlichkeit. Oder wie wollen Sie das erklären? Er stand nur am Rande zur Diskussion in unseren Kreisen. Wir hatten andere Fragen zu erledigen. Herr Grenz, Sie haben aber gesagt, Sie halten Herrn Harden für eine schädliche Persönlichkeit für das deutsche Volk. Jawohl. Ich lade Maximilian Harden vor das Gericht des deutschen Volkes. Ich klage ihn an, einer der Hauptschuldigen an dem unseligen Weltkrieg zu sein. Ich klage ihn an, einer der Hauptschuldigen an der deutschen Niederlage zu sein.
Ich klage ihn an, einer der Hauptschuldigen am schließlichen Endresultat des Versailler Schmach- und Schandfriedens zu sein. Herr Grenz, so können Sie hier nicht sprechen. Das ist nicht von mir. Das hat Friedrich Timme geschrieben, den ich hier als Zeugen benenne. Ich meine, wir können auf Anhörung von Zeugen in diesem Fragenkomplex verzichten, wenn wir als wahr unterstellen, dass ein großer Teil der Bevölkerung die Tätigkeit des Herrn Harden als schädlich betrachtet. Ich bedauere, dass der Herr Nebenkläger den Gerichtssaal verlässt. Es hat mir ferngelegen, Herrn Harden zu beleidigen. Aber als politischer Schriftsteller hat er selbstverständlich auch Gegner. Ich weiß nicht, ob der Vorsitzende eine Tochter hat. Wenn er aber eine hat, dann gönne ich ihm nicht, dass er als Nebenkläger einer Verhandlung beiwohnen muss, in der gegen den Vergewaltiger seiner Tochter verhandelt wird und in der ein solcher Vorsitzender, wie er ist, paradiert. Herr Grenz, Sie sagten, Sie hätten diesen Auftrag aus München bekommen. Warum haben sich nach Ihrer Meinung die Herren aus München gerade an Sie gewandt? Ich nehme an, dass man glaubte, in Ostfriesland am besten geeignete Persönlichkeiten zu finden, da es politisch Bayern sehr nahe steht und sich am rassereinsten erhalten hat. Grenz hat es mit der Rassereinheit. Bei ihm wurden Nacktfotografien beschlagnahmt, die so scheußlich gewesen sein sollen, dass der Abgeordnete Nuschke im Preußischen Landtag gesagt hat: Meine Herren, Sie sehen doch, dass diese Rasse durch Juden nur veredelt werden kann. Warum haben Sie nicht selbst die Ausführung der Tat übernommen, Herr Grenz? Dazu kann ich nur sagen, dass mir der Gedanke damals nicht gekommen ist. Ich hatte auch in Oldenburg mit der Leitung der völkischen Bewegung so viel zu tun, dass ich unentbehrlich war. Ich hätte befürchten müssen, dass ohne mich die ganze völkische Bewegung in Oldenburg zusammenbrechen würde. Was waren denn da so Ihre Aufgaben? Zum Beispiel habe ich im Rahmen meiner völkischen Tätigkeit mit meinen Freunden ein Verzeichnis der Oldenburger Juden aufgestellt. Wir wollten wissen, welche Geschäfte jüdisch sind, um nichts bei ihnen zu kaufen und um eine Statistik aufzustellen. Wie haben Sie den Angeklagten Weichart verpflichtet? Wir haben uns die Hand gegeben, uns in die Augen geschaut und zu schweigen verpflichtet. Der Herr Grenz. Ich halte es für löblich, Angeklagten die Anrede Herr zu belassen. Für morbid ist allerdings dieser Brauch etwas ungewöhnlich. Man muss so ein Stück Elend von Proletarier in jenen unzähligen anonymen Prozessen sehen, in denen kaum Presse zugegen ist, um die sich kein Mensch kümmert. Man muss sehen, wie sich da die Kater-Schnurrbärte sträuben, wie da Vorsitzender und Staatsanwalt in schöner Gemeinsamkeit auf ihren Opfern herumhacken. Sie wissen nicht mehr, wo Sie in der Nacht gewesen sind. Na, da will ich mal Ihrem Gedächtnis ein bisschen nachhelfen. Davon war bei diesem Gericht nichts zu spüren. Angst? Es wäre keinem zu verdenken. Aber es war wohl nicht einmal Angst. Es sei denn, jene im Unterbewusstsein des Vorsitzenden schlummernde.
Der Staatsanwalt war nicht vorhanden. An seiner Stelle saß ein älterer Herr, der mit leiser Stimme und freundlichen Allüren hier und da vorsichtig in den Prozess eingriff. Einmal stockend die Mordtaten, wie ich sie nenne. Sie haben im Rahmen Ihrer völkischen Tätigkeit zwei Männer gedungen, die einen Menschen misshandeln oder gar beseitigen sollten. Ich habe aus politischer Überzeugung gehandelt und ich fürchte die Strafe nicht. Ich kann nur wieder betonen, ich halte Harden Witkowski und alle Juden für Schädlinge. Der Kaiser und 22 Fürsten sind vertrieben. Dafür haben wir 1000 jüdische Tyrannen erhalten, die ungezählte Scharen ihrer Rassegenossen aus Russland in unser Reich haben einströmen lassen. Horden neuer Wucherer, Blutsauger und Blutsäufer, die alle nur auf den Augenblick warten. Herr Grenz, fassen Sie sich kurz, sonst muss ich Ihnen das Wort entziehen. Sie alle warten nur auf den Augenblick, um sich als das zu zeigen, was Sie sind. Als die rücksichtslosesten, die gemeinsten, die gierigsten Ausbeuter. Ich entziehe Ihnen das Wort, Herr Grenz. Ausbeuter deutschen Landes, deutscher Männer, deutscher Frauen und deutscher Kinder. Wie ich höre, ist der Gesundheitszustand des Herrn Weichert nicht ganz zufriedenstellend. Wir wollen daher vertagen. Grenz hat die Hasstiraden gut auswendig gelernt. Sie stammen von führenden Vertretern des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes. Und, meine Freunde, das Ostjudenproblem ist ein brennendes Problem. Man hat diesen Asiaten leider das Wohnrecht bewilligt. Da sie sich aber, wie wir alle zur Genüge wissen, in einem unerträglichen Maß lästig gemacht haben, müssen sie schleunigst aus Deutschland hinaus. Wenn sie nicht freiwillig gehen, dann müssen wir, meine Freunde, wir alle, ihnen mit Dolch und Messer an den Hals gehen. Gegen das Judentum ist der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge, ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Um der Menschheit willen muss die Judenheit untergehen. Um der Menschen willen muss der Jude sterben. Wenn wir Deutsch-Völkischen an die Macht gelangen und dieser Tag ist abzusehen, dann werden die Juden mitsamt den Judengenossen nicht nur an den Pranger, sondern an den Galgen gemacht. Das ist die absolute Forderung der Stunde. Das ist nationale Pflicht. Ja, das ist Gottes Gebot. Ich kann der Judenbrut nur zurufen: Ihr habt noch eine Galgenfrist, bis der Tag der großen Abrechnung heraufsteigt. Zweihunderttausend Mitglieder etwa hat der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund und viele, viele Sympathisanten. Sicher sind es Millionen Deutscher, die so, sagen wir, denken, obwohl sie eben nicht denken, sondern sich von blinden Instinkten leiten lassen. Sie wollen nicht aufwachen. Sie wollen die Realität nicht sehen. Sie suchen Sündenböcke für den verlorenen Krieg. Sie sinnen auf Rache und Mord an den Juden. Diese Saat wird aufgehen. Es wird eine blutige Ernte geben. Und keiner will sehen, wie wir offenen Auges ins Verderben laufen, weit, weit hinter das Jahr 1914 zurück. Was da heraufkommt, verhält sich zu dem Deutschland Wilhelms wie die finstersten Kongo-Neger zu einem Inka-Reich der Sonne. Nur ich fürchte, es nutzt alles nichts. Aufklärung nicht, Pathos nicht und Spott nicht, Tadel und sachliche Kritik nicht. Sie wollen nicht hören. Ich resigniere. Ich kämpfe weiter, aber ich resigniere.
Wir stehen hier fast ganz allein in Deutschland. Fast ganz allein. Denn was sollen wir mit Parteien, was mit Publizisten anfangen, die in den wichtigsten Punkten sagen, tja, aber. Und wir sagen nein. Selbst der Staatsgerichtshof sagt, die antisemitische Hetze richte sich gegen einzelne politisch tätige Juden, beileibe aber nicht gegen die Juden insgesamt. Es scheint aussichtslos. Wir kämpfen hier gegen das innerste Mark des Volkes und das geht eigentlich nicht. Wohin geraten wir? Wo treiben wir hin? Tja, und dann stand Harden auf. In diesem juristischen Tohuwabohu, in diesem Wirbel einer Justiz, die vor lauter Paragraphen das Recht nicht sieht und wo vom ersten Landgendarmen bis hinauf zum Staatsanwalt alle mit dem Herzen auf der Seite solcher Mörder stehen. In diesem Gewirr von Unrechtsfragen stand Harden auf und hielt die stärkste Rede, die wohl jemals in Moabit gehalten worden ist. Schmierfink und Schädling bin ich hier genannt worden. Es waren die einzigen Worte, die hier von irgendeiner Seite gegen irgendeinen Beteiligten fielen. Gemietete Mordversucher werden gestreichelt und ihr Opfer soll in Kot gesudelt werden. Es ist mir ganz unbegreiflich, wie ein so starkes, in seiner Fantasie so herrliches und in seiner Arbeitsleistung so bewundernswertes Volk wie das Deutsche sich selbst so herabsetzen kann. Dass es beständig in die Welt hineinbläst, wir werden von den Juden, die noch nicht 1% der deutschen Volkszahl ausmachen, zugrunde gerichtet. 1%, meine Herren. Es ist eine groteske Verkennung der Rolle der Juden, wenn man sich so stellt, als hätten diese paar Juden, die unter der Fülle deutscher Menschen fast verschwinden, irgendwelches Unheil über Deutschland gebracht. Viele Juden haben einen Hyperpatriotismus für Deutschland gezeigt. Es ist ja ein Irrtum, wenn man die Juden immer für geborene Revolutionäre hält. Wenn man sie nicht geächtet hätte, würden sie in Scharen den konservativen Parteien zuströmen. Und man darf doch nicht völlig blind sein gegen das, was schließlich die Judenheit für die Welt und auch für Deutschland getan hat und heute noch tut. Wollen Sie, dass man in der Welt sagt, man hat nicht übertrieben, wenn man Deutschland ein wildes Land nennt? Der ehemalige Kaiser, den ich immer nach meiner Kraft bekämpft habe, hat doch niemals versucht, mich ermorden zu lassen. Bitte, sorgen Sie dafür, dass Menschen, die als Juden geboren sind, den gelben Fleck bekommen und keine Zeitschriften, keine Bücher herausgeben dürfen. Machen Sie meinetwegen solche Gesetze gegen die Juden. Aber Sie können doch nicht den Terror aufrichten. Ich habe viel erlebt. Viel auch in diesem Gebäude. Aber was ich hier seit 3 Tagen erlebe, ist für mein Empfinden, für mein Gefühl vom Recht etwas Unfassbares. Hier soll vernebelt, verdunstet, unklar gemacht werden. Dabei ist doch für jeden offensichtlich, dass hier der klare und einfache Schulfall des bezahlten Mordes vorliegt. Wenn diese Mörder auch unredlich in jeder Beziehung waren. Sie waren schlechte Mörder. Es spricht unser letzter Europäer von Ruf. Ein Mann, mit dem noch einmal eine verklungene Welt aufsteht. Der Repräsentant einer fast verschollenen Epoche. Einer, der noch an Recht, an Fair Play, an Sitte und Anstand auch im Kampf der Meinungen glaubt. Er fordert die Geschworenen auf, wenigstens offen für Freispruch zu stimmen, wenn sie der Meinung wären, dass man unbequem Geistige und besonders Juden totschlagen dürfe. Er redet aus heißem Herzen und kaltem Verstand.
Gewiss, aus dieser miserabel geleiteten Verhandlung konnten die Geschworenen nicht viel entnehmen. Ein Mordversuch? Der Kerl lebt ja. Bezahlte Mordgesellen? Der Mensch hat ja Artikel geschrieben. Schwere Kopfverletzungen? Der Mann ist Jude. Die Angeklagten haben das letzte Wort. Diese Jammerkapaune, die da 3 Tage so ungeschickt gelogen haben, dass sich Balken und Protokolle bogen. Ich gestehe, dass ich eigentlich nicht wusste, wer Herr Harden ist. Ich bin da hineingeraten, ohne es zu wissen. Ja, dazu möchte ich sagen oder erklären, ich nehme die Tat mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück. Es ist entwaffnend. Das kann man nicht erfinden. Ich wiederhole. Ich halte Harden Witkowski für einen der größten Schädlinge am deutschen Volk. Mindestens 50% der Deutschen stehen hinter mir. Ich habe im Auftrag unseres Volkes gehandelt und ich stehe zu meiner Sache. Noch nie habe ich mir etwas zu Schulden kommen lassen. Noch nie habe ich ein deutsches Mädchen verführt. Ich hoffe, die Geschworenen werden wissen, was sie dem deutschen Volke schuldig sind. Grenz hat sich nicht getäuscht. Sie wussten es. Sie verneinten alle gefährlichen Schuldfragen, sprachen Weichart mildernde Umstände zu und verknackten den anderen nur wegen Anstiftung zu einer gefährlichen Körperverletzung. Grenz erhielt 4 Jahre, 9 Monate Gefängnis, Weichart 2 Jahre, 9 Monate. Sind die 12 aus dem Harden-Prozess wirklich ein Spiegelbild des deutschen Volkes? Eines Teils gewiss. Das ist die typische Muffluft eines gewissen Mittelstandes. Jene Blickweite, die nicht weiter reicht als bis zum Geschäft und zur Kneipe. Jener Horizont, jener Geist, der vom Ausland nur weiß, dass deutsche Männer und deutsche Tüchtigkeit die Welt erobern werden. Man kennt das. Und nun muss das gesagt werden, was mir während der ganzen Verhandlung die Seele abgedrückt hat. Das ist keine schlechte Justiz, das ist keine mangelnde Justiz. Das ist überhaupt keine Justiz. Ein paar Jährchen Gefängnis, obwohl mündliche und schriftliche Geständnisse vorliegen, in denen die Worte erledigen, beseitigen und töten klar und deutlich enthalten sind. Der Angeklagte Harden kann gehen. Aber es gibt in Deutschland noch eine Reihe Männer, die in unsäglicher Verachtung diesen Praktiken zusehen, wie man Mörder wiederum auf uns loslässt und den deutschen Namen in der Welt schändet. Der Urteilsspruch ist klar. Er bedeutet weitermachen. Verschwendet ist jede differenzierte Kritik an solcher Rechtsprechung. Der Balkan und Südamerika werden sich den Vergleich mit diesem Deutschland verbieten, wo selbst die 180 Mann starke Fraktion der Sozialdemokraten nichts ausrichten kann. Dass ein Richterverein, ein Justizminister, dass laue Blätter der ängstlichen Demokraten wagen, einen Stand zu verteidigen, der solches fertig bekommt, das spricht für die Verkommenheit des deutschen Rechtsempfindens. Denn dies heißt Verkommenheit. Nicht mehr fühlen, wie tief man gesunken ist. Wenn das Recht, das objektive Recht, soweit es Menschen zu finden wissen, nicht mehr oberste Richtschnur ist, dann fängt ein Volk an zu faulen. Die Bevölkerung dieses Landes wird, wenn sie dereinst in schweren Ketten gefesselt am Boden liegt
auch dem deutschen Richter dafür zu danken haben. Die Reichswehr marschiert auf, die Verbände, die Beamten und das, was sich hierzulande Richter nennt. Und alle haben einen Geist, einen echt vaterländischen Geist. Sie treiben Kriegsreklame. Ausnahmslos keiner der deutschen maßgebenden Männer bringt den moralischen Mut auf, von dieser Kriegsreklame abzurücken. Kein einziger kann anders über den Krieg reden, als mehr oder weniger geschickt verhüllt, seinen Racheschrei für ein neues Gemetzel kundzutun. Wir gehen nicht den Weg des Friedens. Die Kinder unserer bekanntesten Männer haben alle Aussicht, unbekannte Soldaten zu werden. Wir stehen da, wo wir im Jahre 1900 gestanden haben. Zwischen zwei Kriegen. Von Herz, von dem, was das Leben lebenswert macht, von tiefem Verständnis für das Irrationale war in diesen Kreisen nichts zu merken und ist nichts zu merken. Man tue einen Blick in diese Gesichter und man weiß auf Anhieb, hier gibt es keine Verständigung. Es ist eine andere Welt. Eine, die im besten Begriff ist, Deutschland wieder in dieselbe Situation zu hetzen, in der es ausgeblutet, ausgehungert, halb verkommen ist. Die geistige Militarisierung Deutschlands macht Fortschritte wie nie zuvor. Die geistige Militarisierung Deutschlands, der fast alle Parteien hemmungslos unterliegen, ist unsittlich, verabscheuungswert und infam. Sie wird ihre blutigen Früchte tragen. Und auch das nächste Mal wird niemand schuld gewesen sein. Ich weiß, diese Melodie ist nicht aktuell. Sie war es im Jahr 1920 und sie wird es im Jahre 1940 wieder sein, wenn es so lange dauert. Es ist ein hohler Raum entstanden, in dem die Klagerufe eines Teiresias überlaut widerhallen. Billig zu sagen, es wird halb so schlimm sein. Es ist achtfach so schlimm. Herr Vorsitzender, meine Herren Geschworenen, noch ein letztes Wort in eigener Sache. Bis heute früh war ich entschlossen, weil ich es unerträglich finde, weil ich es ungeheuerlich finde, nicht wieder in diesen Gerichtssaal zu kommen und stattdessen zu sagen, es gibt ein Stenogramm dieser Verhandlungen. Das genügt. Das Urteil spricht die Welt. Ich habe das nicht getan, weil ich heute früh einen Brief bekommen habe von einem Politiker von europäischem Ruf, der mir gesagt hat, ihr Deutsche geht zugrunde durch eure Solidarität mit euren Mördern.
Prozess Harden ist vorüber. Er trägt seinen Namen nach seinem bedeutendsten Teilnehmer. Dass die Angeklagten Weichert und Grenz heißen, hatten wir alle schon beim Verlassen des Saales vergessen. Die hehre Gerechtigkeit sieht nach diesem Prozess etwas ramponiert aus. Die Binde ist verrutscht, die Waage hängt schief, das Schwert hat sie versetzt. Und die ganze Person sieht aus, als ob sie einen Lebenswandel führe. Aber keinen schönen. Es waren die grauenhaftesten 3 Tage, die ich in Moabit erlebt habe. Maximilian Harden verstummte. Das Mordattentat war nicht der Grund seines letzten Schweigens. Es war der Anlass. Er verließ Deutschland. Am 30. Oktober 1927 starb er in der Schweiz. Josef Goebbels, später Hitlers Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, widmete ihm einen Nachruf. Maximilian Harden ist durch eine Lungenentzündung hingerichtet worden. Damit geht eines der gemeinsten und niederträchtigsten Individuen, die Deutschland an den Rand des Abgrundes gebracht haben, aus dem Zeitlichen heraus. Maximilian Harden ist der Typ der jüdischen Literaturbestie, die bedingungslos und ohne Rücksicht das Gastrecht des Wirtsvolkes missbraucht und ihrem ewigen Trieb der Zerstörung frönt. Wir bedauern an dem Tode dieses Mannes nur, dass er uns die Möglichkeit genommen hat, auf unsere Art mit Isidor Witkowski abzurechnen. Das imperialistische Deutschland ist wieder eine europäische Macht geworden. Deutschland will aber keineswegs etwas gegen Frankreich unternehmen. Gegen wen denn? Gegen Polen. Hier in Polen sehen Sie ein Loch. Das ist schlau, aber nicht klug. Sie können fast alles, was nun folgen wird, ohne Mühe erreichen. Ihr Plan gleicht gewissen deutschen Komödien. Die ersten beiden Akte sind ausgezeichnet, aber nach der großen Pause wird es nicht weitergehen. Also, zunächst wird alles klappen. Sie können den Anschluss Österreichs erreichen, der für Sie unerlässlich ist. Mit den Tschechen werden wir schon fertig werden. Fertig, ja. Es fragt sich nur, wer am Schluss fertig ist. Bleibt Polen. Sie kalkulieren so. Die Polen sind für den Anfang zu überrennen. Sie werden also Erfolg haben. Sie werden also Deutschland zu einem mächtigen Staat machen. Sie werden keinen Erfolg haben. Sie kennen die Welt nicht. Sie glauben nicht, wie Abneigung eint. Sie glauben nicht, wie die absolute, über alle wirtschaftlichen Erwägungen hinauslangende Einheit der ganzen Welt vorhanden sein wird, für den Fall, dass Deutschland wieder anfängt. Jede Nation hat einige Kassandren, die es gleich gesagt haben, die man, weil sie unbequem sind, links liegen lässt, und die sich nicht einmal den kleinen Triumph gönnen dürfen, auf die Erfolge ihrer Prophezeiungen hinzuweisen. Ich gehöre seit 1913 zu denen, die den deutschen Geist für fast unwandelbar vergiftet halten, die nicht an eine Besserung glauben, die die verfassungsmäßige Demokratie für eine Fassade und für eine Lüge halten. Um mich verspüre ich ein leises Wandern. Sie rüsten zur Reise ins Dritte Reich. Der Lebenswille der anderen war stärker. Und wer stärker ist, hat das Anrecht auf einen Sieg. Beklagt euch nicht. Man muss die Lage so sehen, wie sie ist. Unsere Sache hat verloren. Dann hat man als anständiger Mensch abzutreten. Man kann nicht mehr schreiben, wo man nur noch verachtet. Die Welt, für die wir gearbeitet haben und der wir angehören, existiert nicht mehr. Die Welt, der wir angehört haben, ist tot. Man muss das mit Anstand zu tragen wissen.
Mein Leben ist mir zu kostbar, mich unter einen Apfelbaum zu stellen und ihn zu bitten, Birnen zu produzieren. Kein Volk dieser Erde ist jemals in seiner eigenen Sprache so geschmäht worden wie das Deutsche durch Tucholsky. Dieser Jude war einer der stärksten unter unseren Feinden und entleibte sich doch. Was die Seinen als gemustertes Prophetentum bejubelt hatten, das war plötzlich als kindisches Gelalle offenbart durch die Geschichte gigantischer Zeitereignisse. Alles, was er mit speiendem Hass verfolgte, ist in einem neuen Deutschland so große Wirklichkeit geworden, dass ein tödliches Schweigen das Einzige war, was ihm noch anstehen konnte. Hier ist der Wahrheit ein Zeugnis zugerichtet, das nicht mehr von der Tafel der Geschichte gewischt werden kann. Mir fehlt nichts Wichtiges und nichts Schweres. Es sind eine Reihe kleiner Störungen, die mir die Arbeit unmöglich machen. Und so viel ist nun frei geworden. Jetzt weiß ich. Aber nun nützt es nichts mehr. Diesen Wahnwitz damals mitzumachen, die Unruhe, die Geduld, neben einem Menschen zu leben, der wie ewig gejagt war, der immer zu Furcht, nein, Angst gehabt hat. Jene Angst, die keinen Grund hat, keinen anzugeben weiß. Heute wäre sie nicht mehr nötig. Heute weiß. Wenn Liebe das ist, was einen ganz und gar umkehrt, was jede Faser verrückt, so kann man das hier und da empfinden. Wenn aber zur echten Liebe dazukommen muss, dass sie währt, dass sie immer wieder kommt, immer und immer wieder, dann hat nur einmal in seinem Leben geliebt. Es war wie Glas zwischen uns. Hat immer stiller und stiller gelebt. Jetzt ist wie an den Strand gespült. Das Fahrzeug sitzt fest. Will nicht mehr. Oh Angst. Nicht vor dem Ende. Das ist mir gleichgültig. Wie alles, was um mich noch vorgeht und zu dem ich keine Beziehung mehr habe. Der Grund zu kämpfen, die Brücke, das innere Glied, die Raison d'être fehlt. Hat nicht verstanden.